Gehen Warte. Wir, Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Komm, hierher! Hallo Leute. Oh. Noch ein Angriff? Darf ich? Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Wo kommen die Monster her? Wie immer, aus dem linken Tunnel. Und von der Kreuzung. Habt ihr den Tunnel nicht gesprengt? Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der kam aber nie zurück. Und sonst können wir niemanden schicken. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Finde die Überreste des Sprengtrupps, bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel, wie du kannst, und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nosalis sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Ich bleibe hier bei den Überlebenden. Versuche, die Monster zu uns zu locken, wenn es zu viele sind. Gehen Sie zur Polis, finden Sie dort einen Ranger namens Müller, okay. Finden Sie einen Weg, Luftschleuse zu schließen, finden Sie den Soldaten mit der Bombe. Oh, hallo Leute! Warum nehmt ihr nicht das Geschütz? Fuck it! Soll jetzt echt einfach stumpf zum Links gehen oder was? Nicht gut. Leute, Hilfe. Leute, Leute, Hilfe, Hilfe, Leute. Leute, Hilfe. Boom, stirb. Die, Motherfucker. Oh. Die. Die, Motherfucker. Und ihr seid wirklich der Meinung, dass ich jetzt die Luftschleuse schließen soll? Wenn die ganze Zeit diese dummen Monster kommen. Na Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ich jetzt einfach wirklich da durchrennen muss und hoffe, dass ich überlebe. Oder ob ich irgendwo anders hin muss. Dann erkläre ich jetzt diese Folge jetzt einfach mal für beendet. Das ist mir jetzt zu viel. Also schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ich das so machen soll. Ich bin mir nicht sicher, ich habe keine Ahnung. Soll ich jetzt stumpf dahin rennen oder einfach stumpf durchrennen und alles aus dem Weg ballern, was mir entgegenkommt, um zu hoffen, dass ich mal irgendwie die Luftschleuse schließen kann? Oder soll ich... Ja, einen Moment noch, warte. Der Kompass zeigt mir an, wohin lang. Geradeaus.
Warte, ich mache einen kurzen Versuch. Indem ich renne. Und dieses Vieh rennt zu mir. Und noch ein Vieh rennt zu mir. Ah. Ein Filter, das überlebe ich nicht. Wow. Wow. Renn. Ey, was? Wow, what the fuck? Keine Munition. Was machst du? Muss ich... Da bist du, Bastard! Ach, Medipack. Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein, nein, nein. Ah. Na, 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 na. Umzündet A. Geht doch. Wow. Das sind meine Kumpels. Hilf mir. Wow. Jetzt musst du eine Umleitung nehmen. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Gehen wir. Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station, also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes. Sie bauen eine neue Gesellschaft auf. Einen richtigen Polizeistaat. Leuten, die Informationen über Nachbarn melden. In der Waffenkammer solltest du nach einem Bekannten von mir schauen. André, der Waffenschmied. Erwähne meinen Namen, dann wird er dir helfen. Okay. Oh. Oh. Ein Schrein der Hoffnung. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Komm, das würde ich jetzt auch gern machen. Kann ich die Waffe wegstecken? Oh. Das wär's. Rein da. Denk dran, alles hängt von dir ab. Von dir allein. Ist aber nett. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom.
Waffenkammer. Juhu. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik. Und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach Andrei, dem Waffenschmied. Aber er fand mich zuerst. Na dann. So, das gucken wir uns noch eben an und dann beenden wir einfach mal die Folge. Oh, ein Totenschädel. Buah, verseucht. Gucken wir nochmal eben. Waffenkammer. Begeben Sie sich zur Waffenkammer und finden Sie den Schmied namens Andrei. Okay. Wir müssen anscheinend hier durch. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich einfach mal Tschüss.